Wir gehen also einfach mal 100 Jahre zurück. Und ihr seht auf dem Bild, hier sieht man einen schönen, gesunden Mischwald, wie es heute kaum noch gibt. Gesunde Bäume, gesunder Wald, so war es früher. Heute sieht es fast anders aus. Früher gab es Holzrücker. Und hier sieht man meinen Ausbilder Klaus Lippmann aus dem Erzgebirge mit seinem Haflinger. Er arbeitet hier in den Bergen und zieht hier über 10 Meter lange Stämme aus dem Wald. Hier sieht man mich jetzt. Ich habe hier gerade eine Stunde gearbeitet und ich glaube, ich wollte hier sterben. Aber irgendwann gewöhnt man sich an diese Plackerei und auch das Pferd gewöhnt sich dran und dann geht es los. Ja, aber es ist nicht alles einfach. Gerade wenn es schneit oder wenn es glatt ist, dann sieht man hier eben, dass es nicht alles nur schön ist. Hier ist das Pferd gerade gestürzt. Aber es geht weiter. Wir schleppen unsere Stämme. Ja, machen wir mal eine Pause. Hier treffen wir uns zum Mittagessen. Der Klaus mit seinem Haflinger und ich mit meinem thüringischen Kaltblut Bonnie. So, für die Pause kriegt er natürlich eine Decke. Aber ihr seht schon, er hat auch die Schnauze voll. So, hier haben wir uns nachher getroffen. Nachmittags, so gegen 2:30, kam auch der dritte Holzrücker dazu. So sieht der Wald aus, wenn früher Holz gerückt wurde. Er ist wieder sauber und er kann weiter wachsen. Und das Holz liegt wie hier an dem Wegesrand. Und wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie hat man dann früher dieses Holz nach Hause gebracht. Der Holzrückgeschlitten. So Leute, und hier haben wir diesen historischen Holzrückgeschlitten, von dem es vielleicht 10, 20, 30 in ganz Deutschland geben wird. Ich weiß es nicht mehr. Der Schlitten, also wie gesagt, ist 80 cm breit, hat eine Länge von 1,60 m, eine Bodenfreiheit von 30. So, und das Gewicht schwankt je nach Ausführung zwischen 60 und 120 Kilo. Des Weiteren haben wir auf diesem Schlitten also die zwei Kufen, dann die Blechplatte mit dem darauf gehörigen drehbaren Hungenschemel. Das sieht man jetzt hier. Wenn wir jetzt also Holz laden wollen, dann fahren wir an das Holz heran. Das liegt in diesem Falle jetzt rechts vom Schlitten. Öffnen die bewegliche Runge, klappen die herunter und können dann mit Hilfe der Pferde oder mit Hilfe des Hakens das Holz auf den Schlitten laden. Und dann wird die Runge wieder zugemacht und das Holz kann transportiert werden. Wenn das Holz jetzt natürlich auf der anderen Seite liegt, wir demonstrieren das jetzt mal. Und wir müssen natürlich in die Richtung fahren, dann kann ich manchmal mit den Pferden nicht drehen. Und dann wird das einfach so gemacht, dass man diesen Schemel, die bewegliche Runge, auf der anderen Seite hat. Und dann kann man links und rechts das Holz laden, ohne dass man die Fahrtrichtung verändern muss. Das ist also der typische Aufbau eines historischen Schlittens.